Ich wette mit dir, dass du diese Übung schon mal gemacht hast. Warum sie schlecht für deinen Rücken ist und wie du sie besser machen kannst, darum geht's heute. Moin moin liebe Monkeys und willkommen zu einem neuen Video. Und ihr habt gerade diese Rückenmobilisationsübung gesehen, die, ich würde mal sagen, mindestens 90% der Leute machen, die sich zumindest ein bisschen aufwärmen im Training. Jetzt wollen wir aber mal darauf eingehen, was ich am Anfang gesagt habe, diese Übung ist nicht gut. Warum? Weil sie deine Lendenwirbelsäule mobilisiert. Dazu müssen wir eine Sache wissen. Und zwar gibt es das Joint-by-Joint-Konzept. Das Joint-by-Joint-Konzept beschreibt letztendlich, welche Gelenke du primär stabilisieren und welche du primär mobilisieren bzw. beweglich erhalten solltest. Bei der Lendenwirbelsäule, oder fassen wir es erstmal gröber, bei der Wirbelsäule an sich, die in drei Teile unterteilt ist, Hals, Brust und Lendenwirbelsäule, da ist es nicht so, dass alles einfach mobilisiert werden muss. Ja, alles muss beweglich gemacht werden. Die Halswirbelsäule ist natürlich eher beweglich als stabil, weil wir uns damit natürlich orientieren müssen. Jeder kennt das, wenn er hier mal eingeschränkt ist mit den Nackenverspannungen, die sehr viele haben, dann ist der ganze Alltag irgendwie eingeschränkt. Genauso in der Brustwirbelsäule. Damit ich eine gute Überkopffähigkeit habe, um zum Beispiel Überkopfdrücken zu machen, im Gewichtheben oder Crossfit einen guten Overhead Squat zu haben, ist die Brustwirbelsäulenextension notwendig. Und da kommen wir zum springenden Punkt. Damit ich mich aus der Wirbelsäule gut bewegen kann, brauche ich eine bewegliche BWS, Brustwirbelsäule. Aber die LWS, das ist der verbindende Teil zwischen Oberkörper und Unterkörper, also der starke Teil, der Rumpf, der eher stabilisiert werden sollte. Was machen wir jetzt aber? Wenn ich mich so hinlege, dann kommt die primäre Bewegung aus der Lendenwirbelsäule und die Rotation. Du merkst das daran, dass du sehr, sehr häufig einen Knacken verspürst. Ja, also es ist immer so dieses Knack, oh ja, ja, jetzt geht's mir wieder besser. Alles klar, alle Schmerzen, ade. Ah, okay, doch nicht. Okay, also primäre Bewegung, wenn du das so ausführst, aus der Lendenwirbelsäule. Wollen wir nicht, weil wir sie eher stabil halten wollen. Und dazu das zweite Prinzip, proximale Stabilität für distale Mobilität. Ey Leon, was, kannst du mal Deutsch reden? Bitte immer dein Denglisch, geht mir sowieso auf den Keks. Kein Problem. Proximal heißt körpernah, Körperzentrum, ja, zum Körperzentrum hin. Und körperentfernt ist distal. Also eher die Extremitäten wie die Hände. Die sind körperentfernt meistens. Dann stabil in der Mitte, unbeweglich und sich gut bewegen zu können im Äußeren. Ist auch so in diesem ganz klassischen Satz, die auch die Physiotherapie immer wieder predigt, Rumpf ist Trumpf. Okay, so kommen vielleicht so ein paar Dinge für dich zusammen. Eine stabile Mitte, um dich hier gut bewegen zu können. Um letztendlich eine bewegliche Hüfte und eine bewegliche Überkopfstellung zu haben. So, jetzt aber als Ende des Videos, wie machst du es denn richtig? Damit du jetzt auch ins Training einsteigen kannst und dich nicht mehr falsch in der Wirbelsäule mobilisierst. Komm dazu einmal ein bisschen näher, denn es ist pretty simple. Simple stupid, das finde ich, ist immer das Beste, wenn man es einfach machen kann. Statt dich auf den Rücken zu legen und von hier das Bein rüber zu nehmen, gehst du hin und legst dich auf die Seite. Was machst du damit? Du hast die Voreinstellung der Lendenwirbelsäule hier, indem du dich dann auch hier fixierst. Also, Bein geht vorne raus, du hältst es hier fest und das untere Bein streckst du durch. Damit ist der untere Teil der Wirbelsäule eher stabilisiert und du fixierst dich hier. Das Einzige, was sich jetzt noch bewegen kann primär, ist die Brustwirbelsäule. Siehst du den Unterschied zwischen dem hier und dem hier? Das ist das, was du vermeiden solltest. Das ist das, was du machen solltest. Okay? Dann finde ich, ist eine Sache noch schön, die man dabei ergänzen kann. Und zwar, dass ich mir drei Punkte suche, um da auch ein bisschen mehr Variation reinzubringen, statt immer dasselbe zu machen. Ihr wisst, dass ich ein Fan von Variation bin. Punkt Nummer 1, 2 und 3. Punkt Nummer 1 ist letztendlich der obere Punkt, den ich verbinde mit dem Punkt unten. Ausatmen. Dann einatmen, strecken. Und diagonal nach unten. Dann über die Mitte nach hinten und nach unten und diagonal nach oben. Und das ist die wesentlich bessere Variante, deine Wirbelsäule zu mobilisieren, damit du eben keine Schmerzen hast im Rücken. Denn was sehr oft
ein Schwachpunkt ist, ist ein instabiler Rumpf, ist eine letztendlich instabile Lendenwirbelsäule. Und Instabilität in der Lendenwirbelsäule ist ein großer Prädiktor für Rückenschmerzen. Ja, ich weiß, es kommt immer darauf an. Alles generalisieren erstmal und alle Generalisierungen sind generell falsch. Und damit beende ich das Video. Schreib mir in die Kommentare, wie es sich für dich anfühlt, wie du letztendlich dich bei dieser Bewegung fühlst. Und wenn du Fragen dazu hast, sag mir da auch gerne in den Kommentaren Bescheid. Ansonsten haben wir jetzt hier die erste Runde fast so weit im Dezember geschafft. Ja, wir sind in der Halbzeit und es ist kurz vor Weihnachten. Und wenn du, wie so fast jeder, irgendwie darüber nachdenkst, scheiße, ich habe kein Weihnachtsgeschenk, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier Tante, Onkel, Mutter, Vater, Oma, Opa schenken soll, dann wie wär's denn mit einem Mobility-Coaching? Ein Monkey-Coaching, was dich letztendlich stark beweglich schmerzfrei macht. Einmal zu gucken, was ist bei dir das Problem, wie können wir das Ganze angehen und nicht Symptome behandeln, sondern an der Ursache das Ganze angehen. Das heißt, wenn du da Interesse hast, bananenpost@leonviktor.de, einfach mit dem Betreff Monkey-Coaching-Weihnachtsgeschenk, ja, habe ich mir jetzt irgendwann aus den Fingern gesaugt, oder einfach nur Weihnachtsgeschenk, dann telefonieren wir einmal und gucken, wie wir das Ganze möglich machen. Ansonsten, wie immer, keep moving, stay sexy, dein Leon. Tschau.